Wie du schon gesagt hast, seit Montag natürlich erheblich größer. Das muss man ehrlich gestehen. Aber das war klar, man muss an erster Stelle eigentlich sich einmal bedanken bei allen, die in den letzten 2 Jahren seit der Ligenreform an dem ganzen Thema mitgearbeitet haben und mitgewirkt haben. Dass so eine Ligenreform sowohl in der höchsten Spielklasse der Tipico Bundesliga als auch der zweiten Spielklasse massive Arbeiten mit sich bringt, das ist quasi wie eine Geschäftsumgründung, ist klar, dass wir dann noch einige Herausforderungen zusätzlich hatten, die wir vielleicht aus eigenem Hause kreiert haben, ist passiert, aber ich glaube, auch die haben wir gut gemeistert und jetzt gehen wir frohen Mutes in die neue Saison und ich glaube, dass es sehr gut wird. Also erstmal von mir auch herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir werden alle 195 Spiele der Tipico Bundesliga live und exklusiv auf Sky zeigen. 4 Spiele gibt es im Free TV. Und bei den 195 Spielen ist auch das Topspiel, was es bisher auf dem ORF gab, exklusiv bei Sky zu sehen. Und wir werden vor allem im Live-Umfeld doch viel, viel näher als bisher an die Fans rangehen. Wir werden noch mehr vor Ort sein in den Stadien und wir werden die Vor- und Nachberichterstattung um 1 Stunde verlängern. Ja, ziemlich weit. Wir haben natürlich einen Wermutstropfen mit Schobesberger und Pavlovic, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Die neuen Spieler bringen sehr viel Qualität mit. Wir haben einen richtig guten Zug im Training. Es wird gut gekickt, körperlich sollte man bald sehr, sehr gut drauf sein. Wir wollen schauen, dass wir jetzt fürs erste Bewerbsspiel spritzig genug sind. Und ja, wir strecken unsere Fühler auch aus, weil ja Quilitaya ja nicht mehr bei uns ist. Schauen, ob da noch was geht. Aber zurzeit sind wir mal zufrieden mit der Situation, wie sie jetzt ist. Das ist schön. Jeden Tag steht man auf und lernt neue Gesichter kennen. Aber hoffentlich sind die neuen Gesichter nicht zu Hause, die Sie kennenlernen. Nein. Also kann ich jeden beruhigen. Ja, viele wichtige Spieler haben Sturm verlassen. Komischerweise in Richtung Bundeshauptstadt. Ja, das heißt, Sie sind nicht weit weg. Es gibt Wiedersehen mit den ehemaligen Schützlingen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Super Frage. Damit haben Sie nicht gerechnet? Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Nein, Transferperiode bedeutet immer Veränderungsperiode. Insofern ist das ganz normal, dass Spieler den Verein verlassen. Neue Spieler kommen dazu. Ja, wir haben... Ernst, vielen Dank für 2 ganz tolle Jungs. Nein, ich bin sehr gerne da und freue mich auf die Aufgaben, die jetzt anstehen. Für mich ist es jetzt auch wenig überraschend, dass ich hier bin. Gut so. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Das wollen wir mal so festhalten. Und es ist jedenfalls so, dass diesen großen Umbruch hat es dieses Jahr nicht gegeben. Also es wurden Spieler, musste man ziehen lassen, aber der große Umbruch ist ausgeblieben. Sie sind auch noch da. Jetzt haben Sie schon vor einigen Tagen gesagt, wir sind dieses Mal auf einem höheren Niveau vor dieser Saison, als wir in der letzten waren. Was bedeutet das für die Konkurrenz? Es ist ja fast eine gefährliche Drohung. Ja, ich glaube, der Transfermarkt, der kommt jetzt nach der WM sicherlich erstmal noch so richtig in Fahrt. Vielleicht geht es mir dann irgendwann wie Heiko und ich stehe früh auf und kenne einige nicht mehr. Uns war wichtig, dass wir versuchen, die Mannschaft so gut wie möglich zusammenzuhalten. Das ist bis hierhin sehr gut gelungen. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen, deine ursprüngliche.